Ich habe mich auf die faule Haut gelegt. Es war nicht meine eigene, aber hat viel Spaß gemacht. Abtreibungen müssen heutzutage ins Stammbuch eingetragen werden, als entfernte Verwandte. In Indien, Neu-Delhi, im Hochhaus, im 12. Stock, steht einer und schüttelt seinen Teppich aus. Ruft sein Nachbar von unten, na, springt der nicht an? Humor ist, wenn man weitermacht. Seit gut 4 Jahrzehnten kalaut sich Fips Asmussen durch die Republik. Im Gepäck flache Witze und passive Pointen. Ich bin von eben hier noch bei Spätgelb über die Ampel gefahren. Die haben mich gleich rausgeholt, eine Polizistin. Ich sag, na Schwester, was kostet der Spaß? Hat sie 40 Euro. Ich sag, komm, steig ein, Mensch. Also. Ja? Oh. Das Bremer Hafenrevue-Theater 2 Stunden vor dem Auftritt. Feinabstimmung des Arbeitsgerätes. 1, 2, 3, 4. Das ist zu laut. Der koppelt. Das ist ein bisschen zu hoch. Der koppelt, das ist zu viel, ja. Er koppelt. 1, 2, 3, 4, 5. 180 Minuten dauert das Programm mit dem Titel Ein Abend mit Fips Asmussen. Der ist mittlerweile im fortgeschrittenen Rentenalter. Da ist gewissenhafte Vorbereitung für den Auftritt Pflicht. Für den Komiker besteht diese aus viel Ruhe, einer Havanna-Zigarre und, ganz wichtig, einem Piccolo. Der Schaumwein muss halb trocken sein, genauso wie Asmussens Humor. Das ist etwas, weil mein Blutkreislauf angeregt wird. Denn ich bin normalerweise immer müde. Ich bin verdammt müde vom Auftritt. Das ist nicht, dass ich beim Auftritt müde bin, aber vorm Auftritt, das hat mich immer geärgert. Und Onkel Doktor hat mal gesagt, Herr Asmussen, trinken Sie mal schön ein Glas Sekt. Das belebt. Und seitdem ich das seit ein paar Jahren mache, bin ich sehr zufrieden. 40 Euro kostet das Ticket für die heutige Show. Dafür wird das Publikum per Handschlag begrüßt. Nett, dass du gekommen bist. Nett, dass du gekommen bist. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet heute Abend, Alter. Aber, schöne Zähne. Gibt es ja auch in Weiß, ja. Gibt's auch in Weiß, ja. Ja, du hast auch eine Menge Gesicht zu waschen, nicht, oder? So, hier sitzt ja eine Hübsche. Hey, erzähl mal ein bisschen von dir, komm. Wie heißt du? Heike. Wo wohnst du, was kostest du? Alter, da kann man doch drüber reden. Witze aus einer Zeit, in der Helmut Kohl noch Kanzler war. Schon 1996 hat Spiegel TV den Meister des Flachwitzes auf einer Tour durch Sachsen begleitet. Irgendwo die auch da? Schöne Zähne, gibt es ja auch in Weiß, ja. Nee, das ist Schneeweiß. Ja. Ach ja, sag mal, Alter. Ganz allein hier? Das sind weiche Hände, bist du arbeitslos? In Fremdsprachen. Shalom, Friede, El Shalom, El Friede. Muss man wissen. 17 Jahre später klingt das so. Fremdsprache muss auch beherrschen. Shalom, Friede, El Shalom, El Friede. Musst du wissen, Alter. Ne? Für Fips alles nur eine Frage der Interpretation. Es gibt ja auch keine alten Witze und es gibt keine neuen Witze. Es gibt nur Witze, die kennt man oder die kennt man nicht. Wenn einer sagt, dieser Gag ist aber alt, dann sagt der andere, den kenne ich gar nicht, der ist für mich neu. So ist das im Leben. Das Epizentrum des Plattenhumors liegt in einer grauen Wohnsiedlung im sachsen-anhaltinischen Querfurt. Seit gut 15 Jahren lebt der gebürtige Hamburger in der Nähe von Halle an der Saale. Täglich arbeitet er hier an seinen Witzen. Dabei begann seine Karriere eigentlich mit Musik. Fips schaffte es sogar mal in die Top 20 der deutschen Charts. Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Ich hab Heimweh nach St. Pauli. Nach St. Pauli und der Reeperbahn. Es gibt nur ein St. Pauli, es gibt nur eine Reeperbahn. Wenn ich gesungen habe, dann sind die rausgegangen zum Pinkeln. Wenn Asmus wieder Gags erzählt, dann kommen wir wieder rein. Und so bin ich also irgendwie von der Musik runtergekommen zu nur dem Sprechen. Und heute singe ich also gar nicht mehr. Und vermissen Sie das manchmal? Ja, ich vermisse das manchmal. Aber was nützt es? Was soll das? Aber es, Gott und die Welt singt ja heute. Warum soll Asmussen auch noch singen? Oh! Oh!
Auf dem Weg zum nächsten Auftritt in der grünen Zitadelle in Magdeburg. Asmussen, selbstgewählter Spitzname, der Possenreißer mit Grütze im Kopf, fährt bis heute selbst zu seinen Shows. Die Rezeption? Ja, Fips Asmussen. Ja, ich lasse die rein. Jo, danke. Auch wenn im Alter vieles ein wenig langsamer läuft, erlebt er gerade eine Art Renaissance. Besonders die Generation der 30- bis 40-Jährigen besucht seine oft ausverkauften Shows. Man kann sagen, das Asmussen-Publikum ist immer gut. Ja, weil die Leute gerne lachen. Die zu Asmussen kommen, sagen sie, jetzt setzen wir hin und jetzt lachen wir. Nicht wollen mal sehen, was passiert, sondern dann setzen wir uns hin und lachen. Und wenn man ganz vorne sitzt, kriegt man auch mal einen mit. Dann haut Asmussen die auch in die Pfanne. Ob jung oder alt, alle sind sie fällig. So. Mehrfach ist der Komiker schon in dem Theater aufgetreten. Doch noch immer gibt es Probleme mit dem Bühnenbild. Da ist schnell Schluss mit lustig. Der Tisch ist nicht gut. Der kleine Tisch. Wenn ich mich da drauf setze, fällt er um. Das muss einer sein mit vier Beinen. Steht auf der Bühnenanweisung auch groß drauf. Vier Beine. Es sagt viel über den deutschen Humor aus, dass jahrzehntelang über die gleichen Pointen gelacht wird. Fips Humor ist wie seine Frisur. Seit Ewigkeiten weitgehend konstant. Ja, Alter, du hast auch eine Menge Gesicht zu waschen, nicht, oder? Ja. Grüß dich, Alter. Na? Oh, du hast weiche Hände, bist du arbeitslos? Nee. Ich bin bei Spätgelb über die Ampel gefahren. Ja, die haben mich gleich rausgeholt. Eine Polizistin. Ich sag, na Schwester, was kostet der Spaß? Sagt sie, 40 Euro. Ich sag, komm, steig ein, Mensch. Ja. Um kurz nach 11 ist das dann erstmal wieder geschafft. Fürs Publikum und für Fips Asmussen. Fortsetzung folgt. Garantiert.